jetzt Brückmann. Oh, schön hier von Eberhard Forster. Und da ist die Scheibe im Tor. Schön, Eberhard hat die Scheibe erobert. Forster fährt hinters Tor, legt zurück auf Marius Stöber. Und der schiebt ein zum 1:0 für die Falken. Die vorherigen Strafen, die wurden ja zeitgleich abgebrummt. Und das spielen jetzt die Gäste. Große Möglichkeit zum Ausgleich. Brückmann. Das müsste Lutz sein. Und da ist der Ausgleich. Der gute Mann heißt aber Kunz, Entschuldigung. Und der Schuss kam von Was. Und damit steht es nach 15 Sekunden Powerplay 1:1. Acht Sekunden noch, Schuss, knapp vorbei. So, Schwartz ist wieder da. Jetzt müssten sie ihn schicken. Ja, machen sie. Schwartz alleine auf und davon und scheitert. Nachschuss, Tor! Von der Strafbank macht Rylan Schwartz das 2:1 für die Falken. Können sie sich nicht befreien? Oh, Riesenchance hier für Herm. Völlig frei vorm Tor, schießt daneben. Eirich, Tor. Nein, es war nicht Eirich, Entschuldigung. Es war Yannick Mund, der hier den neuerlichen Ausgleich zum 2:2 markiert. Da haben die Falken mehrfach die Möglichkeit, die Situation zu klären. Sie bringen es aber nicht hin, die Scheibe aus ihrem Drittel rauszuspielen. Und die Konsequenz ist das 2:2. Nikolas Linsenmeier ja auch schon längere Zeit nicht mehr auf dem Eis gesehen. Oh, ein schöner Pass, das ist billig, wird gestört von Jordan Haywood. Penalty für die Wölfe Freiburg. Penalty zugesprochen. Christian Billig gegen Andrew Herr. Jetzt die große Möglichkeit für die Wölfe, erstmalig am heutigen Abend in Führung zu gehen. Auch beim letzten Spiel hier hatten wir ja einen Penalty. Da allerdings für die Gastgeber, für Heilbronn gegen Krimmitschau. Krüger hatte vergeben. Mal gucken, was Christian Billig jetzt für die Freiburger macht. Ah, das macht er gut. Und scheitert an Herr. Hatte da versucht, einen weiten Winkel zu gehen, weil je weiter du vom Tor weg bist, umso mehr muss sich der Torwart bewegen. Aber Herr hat sich schön in den Weg gelegt. Oh, da hat jetzt Mensato seinen Schläger verloren. Nein, da muss man sich nicht aufregen, liebe Fans der Falken. Das ist genau richtig. Und da ist das Tor. Steven Bär macht die neuerliche Führung. 3:2 für die Falken in der 48. Spielminute. Ja, aber meinen Satz möchte ich zu Ende bringen. Das war genau richtig, was der Freiburger gemacht hat. Er hat den Schläger aufgehoben und seinem Torhüter gebracht. Das darf er. Er darf dann nur nicht mit seinem Schläger den Puck berühren.
Alles okay, kein Fehler, alles richtig gemacht. Järvelainen. Ja, hat es schön gemacht, Scheibe liegen lassen, die zwei Wölfe mit sich gezogen, haben sich nur auf den Finnen konzentriert. Wieder die Freiburger, da ist der Ausgleich. Eben noch den Penalty nicht versenken können, jetzt macht das Christian Billig und es steht 3:3. Schön gemacht, zurückgelegt, Schwarz, oh, knapp. Also entweder war es der Schoner von Mensate oder der Pfosten, Schwarz scheitert knapp. Gegenangriff, die Freiburger, Kunz, Tor. Wieder ist es Christian Billig. Und es steht 4:3 für die Wölfe Freiburg. Doppelschlag von der 81, viel Zug zum Tor und den Abpraller macht er rein. Und die nicht ganz so unverdiente Führung. Und höchstens zwei Schüsse haben die Falken. Ersten Schuss und den Nachschuss, falls er gehalten wird. So, keine Möglichkeit mehr, die Scheibe zum Tor zu bringen. Die Gäste aus Freiburg gewinnen mit 4:3.